Ich möchte heute über Wahrheit sprechen. Über Wahrhaftigkeit. Du bist verlogen, du philosophierst über so ganz grobes Zeug. Vom richtigen Leben hast du keine Ahnung. Du trinkst nicht mehr. Bis zur Hochzeit, haben wir gesagt. Ich komme zur Vernissage, dann treffe ich mich kurz mit Paul und dann ist alles wieder gut. Ich darf nachgucken, ja? Alex, männlich oder weiblich? Ich versuche dir zu vertrauen. Ich finde es so cool mit der Malerei, was du machst. Ich wollte auch mal Philosophie studieren, aber hat nicht geklappt wegen Abitur. Augen zu, nicht gucken. Ta-ta-ta-ta. Auf? Nein. Augen auf. Oh Gott. Das ist eine Muschi. Na klar ist das eine Muschi. Was ist auf den anderen Bildern? Es gibt jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, den du kennst. Lange, lange bevor wir. So schnell sieht man sich wieder. Ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Siehst du nicht, wie viel du mir bedeutest? Nein. Sie wollen ja überprüfen, ob ihr Mann lügt. In 3 Wochen wird es gehen. Ich heirate halt morgen und. Jetzt alle unsere kleinen Geheimnisse, ja? Nein, aber du interessierst dich nicht mehr für mich. Ich heirate in 2 Tagen. Das ist dein Problem. Ja, deins nicht mehr. Danke dir. Wenn man gar nichts sagt, ist auch wie Lügen. Schon was verkauft? Ich verschenke ihn. Besser ist es. Das Ego versucht immer eine Grenze zu ziehen zwischen dir, mir. Und wenn wir das verstehen, dann gibt's auch keine Einsamkeit. Hast du die Ringe abgeholt? Wie, was ist das denn? Ja, das heißt doch, bis dass der Tod euch scheidet. Ist ein Witz.